Leute, willkommen zurück. Ach, diese Scheiße, ich muss ja wieder mit Pfeilen spielen, ne? Nein, warte mal. Ja, ich muss mich wieder mit Pfeilen eingewöhnen. Hallo Leute, willkommen zurück zu Anno 2205. Werben Sie Beschützer an. Verbessern Sie Ihren Raumhafen mit Attika Schollen mit Eissprecher Docks. Warnung, okay. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Verjüngungskur, okay. Stimmt, hier war was mit dem Zeug. Schauen wir erstmal zu unserer Stadt zurück. Die schaut ja relativ gut aus. Irgendein Verjüngungszeug wollen die auch haben. Verjüngungszeug. Ach, das war das dann, ne, was ich mir hinten anbasteln muss. Hier. Das mache ich jetzt so. Und bastel das dann hier drüben so hin, dass das so da steht. Obwohl, nee. Muss ich anders machen. Ich muss das im Grunde hier anschließen. So. Und dann steht das hier dran und das hat hier logistisch unzureichend. Dann kriegt ihr hier ein Logistikzentrum hin in die Ecke. Ich verstehe. Der zielgerichtete Typ. Gut, dass Sie da sind. Ich habe einen Job für Sie. Nun haben wir das hier hin. Beladen Sie... Ihr globaler Marktwert ist gestiegen. Nice. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 50 Bit auf Ihrem Raumhafen. Liefern Sie die Fracht zum Maintenance-Flugzeug. Okay, wo ist mein Fahrzeug? Mit 50 soll ich es beladen, ne? Das sollte ich, glaube ich, hinkriegen. Es gibt jetzt noch einige Wertungen, die sagen, es ist voll SimCity-Style und hin und her. Ich persönlich finde... Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Finde persönlich, dass das immer noch Anno ist. Sie müssen natürlich auch Abwechslung reinbringen, weil, ganz ehrlich... Wenn man mir immer dasselbe Anno vorstellt mit neuer Grafik, bei Anno ist die Grafik jetzt nicht das Entscheidende und deswegen wäre dann vielleicht das neue Anno nicht so interessant für mich. Aber es ist dasselbe Grundprinzip, du baust auf Inseln, hast deine Rohstoffe, die du vom Berg holst, hier und da und jene. Es ist halt mit neuen integrierten Sachen gemacht und ich muss sagen, die gefallen mir auch super. Das mit dem Weltall, auf dem Weltall bauen, ist eine super geile Idee. Dieser Aufzug, hammergeile Idee. Was mich so ganz leicht schaut, ich weiß nicht, ob es einen Freispielmodus gibt. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Angeblich soll es ja einen Freispielmodus geben, der über die ganze Welt sozusagen frei ist. Die ganze Welt sozusagen sich immer wieder neu generiert und neu großbaut. Da wären wir. Unser erster Damm ist errichtet und funktioniert. Aber einer reicht nicht, oder? Nice! Ich habe 1000 Energie! Alter! Hauptsache die fliegt. Warnung! Unerfülltes Bedürfnis nach... Ist noch alles im grünen Bereich? Im Gange. Warnung! Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten... Ja, warte mal, das ist Wasser, ne? Das ist Wasser, ja. Kriegt eine neue Anlage hier hin und eine neue Anlage dahin. So. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Strom haben wir ja genug. Unser Geld sinkt langsam bloß wieder leicht. Upgraden können wir auch nicht. Das ist schade. Aber wir können ja hier mal einen neuen Straßen anfangen. Zu ermitteln, wie viele Häuser wir dann bauen können nachher noch. Das ist ja zum Beispiel ein Wohnungskomplex. Das ist ein Wohnungskomplex. Und Sub können wir wieder upgraden. Hier können wir zum Beispiel noch ein paar Häuschen hinklatschen. Nee, das interessiert mich jetzt gerade nicht so. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Viel Fabriken abzugraden. Tut mich jetzt gerade auch nicht so interessieren. Mich würde jetzt eher interessieren, die ganzen Gebäude, die sich
upgraden lassen. Abzugraden. So, zap, abgegradet. Bauoptionen erweitert. Sicherheitsteilung habe ich freigeschaltet bekommen. Das ist ja cool. Wo baue ich dich denn jetzt hin? Du bist ja auch so ein Riesengebäude wieder, Alter. Du bist auch wieder so eine Riesenlätschen, die ich nicht, keinen Plan habe, wo ich hinstellen soll. Dann bauen wir das hier hinten an das Security-Ding dran. So, zapp hier runter. Dann kommt hier ein Security-Haus hin. Zapp. Das hat jetzt alles Security. Nee, das. Also, wie kann ich behilflich sein? What? Zugriff auf Sicherheitsabteilung ungenügend. Ihr seid direkt daneben. Was soll die Scheiße? Liegt es da dran? Ach, guck an, da war die Straße im Weg. Da hat eine Straße gefehlt. So. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Jetzt chill mal, ich muss erstmal gucken, wo ich hier bitte was hinbauen kann. So. Passt. Jetzt haben wir das gemacht, bedeutet, die sind zufrieden. Ich hab nichts gegen Verjüngungskur. Das wurde. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Die Firmenmarken werden immer beliebter. So. Gute Systeme sind die halbe Miete. So, das kostet, bringt mehr. So. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Ich hoffe, das bringt mich jetzt nicht um, dass ich die Firmen hier erweitert habe. Sollte es eigentlich nicht. 205%, du machst 300% und du machst 124%. Was sagt sie? Wareneingang zu niedrig. Das können wir ganz schnell ändern. So, und dann brauchen wir noch ein Drohnenpünktchen. Alles installiert. Probier's aus. Und du bist ein Akkumulator. Die setzen wir da hinten hin. Und dann bauen wir noch ein Lager hier hinten rein. Eigentlich sollte... Ja, das Ding läuft. Schau an. Es läuft einwandfrei. Dann kommt hier noch eine weitere Verjüngungsplattform hin und wir haben 200% Produktion. Habe keinen Anlass für und Verjüngungskur vollständig. Jetzt gibt es noch diese Dinger da. Aber was sind denn das? Ach so, das sind die. Tut mir leid. Okay, okay, da müssen wir jetzt wieder raus auf die Weltkarte und in unsere Welt reingehen. Eine Sache, die mich so... Ich weiß ja nicht, ob es jetzt leckt bei euch. Wenn ja, tut es mir leid, wenn es jetzt geleckt hat. Was ich gerade ansprechen wollte, hat eh mit dem Thema hier zu tun. Es geht darum, die Ladezeiten. Du hast zwei Maps, die du benutzt und die musst immer wieder unterschiedlich laden. Ist zwar auf einem Sinne klar, aber ich habe sie jetzt extra beide mal vorgeladen vorhin, damit wir gescheit spielen können. Ich habe ein Angebot für Sie, falls Sie interessiert sind. Ihr seid ein gemeinsames Projekt an, okay, warte mal. Zoomen wir erstmal rein. Ab zum Modpool. Okay, Geld haben wir erstmal genug wieder. Weil es war ja letztes Mal unser Problem, dass wir zu wenig Kohle hatten. So. Wir wollten eine Konservenfabrik gleich machen, gell? Ja. Ich verspreche, dass wir den Custodians keinen Anlass zu Beschwerden geben werden. Warnung. Anlagen benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Ja, um was denkst du, kümmere ich mich gerade, du Depp, du? Ich finde, die Grafik ist cool. Allein schon diese winterlich gemachten Straßen schauen einfach geil aus. Also das, da kriegen die mein oberstes Lob rein. Das ist genial geworden. Auch die ganzen erstellten Dinger hier, das allein, die Grafik, boah. Ich kann eigentlich nur schwärmen von dem Spiel. Und
ich könnte das auch wirklich wochenlang, wahrscheinlich stundenlang durchzocken. Was ja leider durch Schule und andere Sachen einfach nicht funktioniert. Ansonsten würde ich es höchstwahrscheinlich sogar machen. Weil ich einfach mit dem Spiel so zufrieden bin. Ein Lagerzentrum. Das macht aber keine Hitze her, ne? Wir haben zu wenig Energie hier. What? Bedeutet, wir brauchen ein Thermal. Befindet und dann mit Wasser hier versorgt. Arbeitskräfte haben wir jetzt wieder zu wenig, aber wir können ja jetzt dafür hier im Umkreis Leute ansiedeln. So. Dann hier eine Straße runterziehen. Zap. Und schon haben wir wieder Arbeiter, die wahrscheinlich dann hier wohnen wollen, oder? Versuchen Sie nicht, mir den Blick zu vernebeln. Konserven. Zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. Echt? Zu wenig? Dieser Ort lässt mich erschaubt. Ja, weil die ja auch zu wenig hat, so. Können wir uns nicht leisten, weil da irgendwas Rotes fehlt. Irgendeine Art von Rohstoff fehlt und das ist beschissen. Ich hatte erwartet, Sie hier zu sehen. Lassen Sie mich den Sachverhalt erklären. Xamen International hofft, in der Zusammenarbeit mit Ihnen das Versorgungsnetzwerk für Nahrung in der Arktis zu erweitern. Oh, nicht an. Wir wollen neue Routen direkt ins Eis schlagen. Als unsere Konkurrenten davon hörten, bezeichneten sie uns als verrückt. Aber ihre Anwesenheit macht es möglich. Gemeinsam werden wir die Arctic Custodians davon überzeugen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Natürlich werden diese neuen Routen Ihnen ebenso offen stehen wie uns. Okay. Bitte ziehen Sie keine falschen Schlüsse in Bezug auf unsere Werte. Bei diesem Projekt geht es um Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht zerstören, sondern versorgen. Kann ich auf Ihre Unterstützung zählen? Das hört sich, ehrlich gesagt, sehr interessant an. Finden Sie bei den Gletschern, okay, ja. Wenn ich mal, was? Fassen Sie bloß nichts an! Das ist der Klimastabilisator, okay. Jetzt mag ich mich erstmal um das kümmern, was ich jetzt gerade ein Problem habe. Zu wenig Arbeiter und das, ich habe null Plan, warum. Unzureichende Wärmequellen. Dafür würdet ihr ja dann hier stehen. Wieso friert ihr, hä? Oh. Weil das eine ganz kleine Lücke ist. Euer Ernst. Dann wird halt diese Konservenfabrik dann dahin gestellt. Und dann... So. Ihre arktische Siedlung wächst konstant. Gut. Die Personalanforderungen für die Docks Ihres Raumhafens sollten inzwischen erfüllt sein. Das hat ein Logistikproblem. Kriegt hier gleich wieder was aufgeschoben. Ich kann das System noch verbessern. So. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Dann kriegst du einen weiteres Fisch. Geht nicht, fuck. Beschütze an, produzieren Sie Metallschaum. Tun wir alle schon. Verbessern Sie sich darauf zur Eisbrecher-Docks. Eisbrecher-Docks, was? Das Klima. Die kaum verheilte Wunde der Erde. Mal sehen, was passiert, wenn ich an ihr... Warnung! Klimastabilisatorennetzwerk erzeugt Wetteranomalien. Externe Manipulation entdeckt. Systeme reagieren nicht. Stabilisationswerte erreichen kritische Stufe. Sie kontrollieren das gesamte Netzwerk der Klimastabilisatoren. Das wird in einer Katastrophe enden. Sie sind dafür verantwortlich.
Das Mondlizenzierungsprogramm hat diese Terroristen erst hierher gebracht. Wir verweigern ab sofort die Unterstützung. Und halten Sie sich aus unseren Angelegenheiten aus. Oh Gott. Ach, hör nicht auf den. Wir können diesen Angriffen nichts entgegensetzen. Jorgensen hat recht. Sie müssen einschreiten. Mit offizieller Erlaubnis oder ohne. Führen Sie einen Hacker-Gegenangriff auf die Störsender der Orbiter Watch durch. Oder zerstören Sie sie. Okay. Sie ich habe die Li Sheng. Raumhafen. Li Sheng habe ich übertrumpft. Das ist echt cool. Ich bin schon ganz schön weit oben. Ich kann nicht ausbauen. Nee, kann ich nicht. Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier irgendwo eine Mission abschließen. Da, okay, da. Ich hätte da einen Job für dich, aber da könnte ja, es Bock richtig drauf. Zur Sache mach mal. Gehen. Ich muss dann natürlich wieder das wieder laden, weil es auch eine halbe Ewigkeit wieder dauern kann. Hoffe ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, würde ich mir natürlich über ein Like freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!